Hallo meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte und herzlich willkommen zum nächsten Video in dieser Geburtstagswoche meines Kanals. Ich habe euch das letzte Mal meine fünf Lieblingsfilme vorgestellt, diesmal sind die Serien dran. Und ihr seht schon, als erstes habe ich mitgebracht Drawn Together, na, die Packung ist leider vollkommen zerfetzt. Das lief eine Zeit lang auf MTV und ist dann abgesetzt worden, wahrscheinlich auch, weil es zu edgy ist, zu hart. Sowas kann man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr drehen, kriegt man sofort einen Shitstorm. Dann als nächstes von der BBC die Neuauflage von Sherlock mit Benedict Cumberbatch. Fairerweise muss ich sagen, ich finde eigentlich nur die ersten beiden Staffeln wirklich gut. Danach wurde es schlecht, aber die ersten beiden sind wirklich fantastisch spannend. Dann wieder von der BBC, Coupling, kennen wahrscheinlich gar nicht so viele. Das ist im Grunde die britische Variante von Friends, ne, dieser 90er-Jahre-Serie. Nur, dass es hier viel mehr um Sex geht, also um die wichtigen Dinge im Leben. Dann Dr. House, den ich innig verehre und liebe. Habe ich x-mal gesehen, diese Serie, immer wieder fantastisch. Ich hau mich weg bei ihm, klasse. Und als letztes die beste Serie aller Zeiten, The Wire. Wer das noch nicht kennt, sofort dieses Video beenden und The Wire bingen. Das ist eine ja, Krimiserie über ja, so Drogengangs und wie die Polizei versucht, sie zu überführen. Da wird echte Polizeiarbeit gezeigt, da geht es um so Milieustudien. Klingt langweilig, ist fantastisch. Gut, das waren meine fünf Lieblingsserien. Als nächstes folgen noch meine fünf Lieblingsbücher. Und dann, denkt dran, am Jubiläumstag kommt natürlich die große Verlosung. Bleibt also dran.